Wir befinden uns gerade im Lanzenkirchener Gemeindesaal, wo letztes Jahr die großartige Lanzenkirchen XXL veranstaltet worden ist von SD. Hier an meiner Seite steht Karl Brandlhofer und der ist verantwortlich für den Bau unseres neuen Gemeindesaals. Als ersten Kritikpunkt war vor allem der Boden von Interesse. Unsere Gäste haben sich beschwert, dass Erdboden gemischt mit einem netten Holz-Konfetti-Mansch nicht wirklich optimal ist zum Computerspiel. Ja, ich möchte euch recht herzlich begrüßen. Freut mich, dass ihr da gekommen seid und möchte euch ein paar Kleinigkeiten über den Gemeindesaal, über den Neubau erzählen. Erstens einmal unser wunderschönes neues Klo. So ein großes Klo gibt es sonst nirgendwo in einem Umfeld. So in Ruhe aufs Klo gehen, 250 Quadratmeter, ist doch herrlich. Wird es im neuen Bau natürlich nicht mehr geben. Er hat sich auch sehr wohl gefühlt, immer drauf. Da kann man nicht mehr ruhig scheißen, das gibt es ja nicht, schleicht euch endlich! Wir haben uns überlegt, statt diesem Erd-Konfetti, Holz, Stein, Scheiße und Popelmansch, dass wir dort ein bisschen was Exquisiteres am Boden auflegen. Es wird natürlich angedacht im neuen Bau, natürlich auch für euch. Und eure Ideen sind dabei eingeflossen. Der Saal wird größer gemacht im hinteren Bereich, wo früher die Küche war. Kommt das Ganze hinten weg, die WC-Anlagen, die kommen dann im neuen Zubau. Es kommt oben bei der Bühne eine schöne Glasfront. Wir können Wände nicht leiden. Sag für Sie, wir können Wände nicht leiden. Nein, einfach die stören schon in Counter-Strike und da sind es genauso scheiße. Ja. Und da wir uns einen Wall-Hack nicht leisten können als SD, haben wir gesagt, wir reißen es überhaupt weg. Also unsere Level-Editor haben wir da ein bisschen eingespannt und ja, deswegen reißen wir die Hände weg. Die Hände da und deswegen. Das zeige ich euch jetzt. Lanzenkirchen hat eine riesengroße geheime Viren-Laboreinrichtung unterhalb dieses Gemeindesaals, wo sie Killerwespen, Killerbienen und Killerhummeln gezüchtet haben. Die haben sie dann als Test für weitere Veranstaltungen in den alten Lanzenkirchener Gemeindesaal eingebaut. Das ist auch leider der Grund, warum die Bauarbeiten jetzt sich leider ein bisschen verzögert haben, da jetzt sämtliche Bauarbeiter, ja, sie haben sich verzögert. Dann kommt natürlich auch die Garderobe außen, eine große Küche, wo man sich austoben kann, dann mit 25 Quadratmetern. Die Tür kommt weg, das wird zugemacht, das wird aufgemacht und da gibt es den, wie Erik schon gesagt hat, den Durchbruch zum anderen Saal, der dann noch mehr Platz für noch mehr Spieler, die dann noch mehr Spaß haben auf unserer neuen LAN. Ja. Das wird nicht nur ein Durchbruch der Wand, sondern es wird ein Durchbruch der Spielegeschichte. Natürlich ein wunderschöner Schlafbereich für die Gäste im unteren Bereich, dann im Keller. Oh, Entschuldigung, bitte. Der Keller wird übrigens gesponsert von Valve. Ja gut, also das sind ja die Neuerungen, die wir eigentlich vorhatten für die neue Lanzenkirchen. Karl, was hältst du von den Neuerungen, die wir für diesen Saal vorgeschlagen haben? Ja, ich finde die Neuerungen nicht so schlecht. Also was ihr eingebracht habt, und wir haben sie fast zu 90% umsetzen können. Der Planer war sehr überrascht von euren Ideen. Und da haben wir extra ein Loch rausgefräst für die Cheater. Da kommt unser Gitter her. Das ist der Bereich für den Spy. Da kommt dann ein Admin rauf, der das Ganze von oben beobachtet und auch Cheater damit viel schneller erfassen kann und gleich raushauen kann, weil die brauchen wir bei unserer LAN-Party nicht. Die Cheater werden dann für 3 bis 4 Stunden gebannt von der LAN-Party, weil vom Server. Ja, ist ein bisschen weniger stylisch. Wir werden da eine Wand raufziehen, werden wir die Cheater reinhauen und wir werden einen direkten Video-Uplink von da oben haben, von der Kamera da oben, damit jeder live auf der Bühne dann sehen kann, welche Cheater gerade da drin sind. Hat es Gott sei Dank letztes Mal nicht gegeben, also nur eine Sicherheitsvorkehrung für euren Spielspaß. Und damit es ein bisschen spannender wird, haben wir uns gedacht, wir machen dann noch die Cheater-Hour. Der Cheater, der halt gerade zur Cheater-Hour drinnen ist, dem wird halt irgendwas Lustiges passieren. Der kriegt von mir aus eine Pastete ins Gesicht oder der wird mit Wasser bespritzen. Das können dann die Leute draußen voten und das wird dann passiert und live über Videostream dann, ausgeführt. Und dann lachen alle und jeder freut sich. Die Admins bekommen eine eigene Scheißrinne, das ist die hier. Ja, also da kann man sich hinstellen und schön gegen die Wand kacken. Das finde ich ist eine gute Erneuerung, weil das hat uns eh letztes Jahr ziemlich gefehlt. Und apropos, wir haben einen direkten Link ins Weiße Haus, direkt zum Badatsk. Kann man dann anrufen und sagen, hey, ist Badatsk, ist denn umgekommen, ein bisschen Computer spüren? Und er sagt, yes, we can. Yes, we can.
Ja, wir haben ja Experten auf diesem Gebiet von SDR eingesetzt für diese Sache. Wie schaut es aus mit der Größe und wie viel verändert sich die Größe des Saals circa? Ja, die Größe vom Saal ändert sich um circa, müssen Sie mich kurz nachdenken lassen, ja, circa um 400 Quadratmeter wird der Zubau bestehen dann. Wahnsinn, 400 Quadratmeter, also das ist ja wirklich Luxus für die kommende Lanzenkirchen XXL. Ein weiterer Kritikpunkt waren die heurigen Tische. Die heurigen Tische sind nicht unbedingt das exquisiteste Material, um Computer spielen zu können. Wir haben uns aber entschieden, dass wir wesentlich andere Tische benutzen, ganz moderne Tische, natürlich auch aus Holz, aber mit einem wesentlich schöneren Material. Ja, kommen wir zu den Sesseln. Sessel haben wir natürlich auch angenehme Sesseln, neue Sesseln, passend zu den Tischen. Und ja, ich denke mal, das wird eine super Überraschung werden, da werden die Leute noch ansprechen. Ja, wir haben ja auf der Lanzenkirche etwas Kritik geerntet, weil die WC-Anlagen etwas eng gewesen sind. Deswegen haben wir gesagt, wir würden gerne größere WC-Anlagen haben. Ist das eine gute Umsetzung Ihrer Meinung nach? Oder? Ja, ich muss ganz sagen, das war super die Idee. Es kommen WCs für alle Bedürfnisse, für harten Stuhlgang, für weichen Stuhlgang, für große, für kleine Leute, mit kurzen und mit langen. Also die Idee war wirklich sehr gut. Ja, und nimm mal Klopapier bitte noch mit. Abschließende Frage, wie wird die Zukunft vom Gemeindesaal ausschauen? Also sie wird ja vorwiegend so sein, dass wir LAN-Partys hier veranstalten. Werden die Gemeindebauten jetzt auch noch anderweitig genutzt oder? Sie werden schon anderweitig auch genutzt für andere Veranstaltungen. Der Saal sollte ja 365 Tage im Jahr ausgelastet sein. Was aber leider von der LAN-Party nicht möglich ist, weil die Besucher leider nicht so oft kommen wollen. Das heißt, wir können den Saal dann an euch weiter vermieten. Wenn wir dürfen, schon, ja. Wir werden die Anfragen dann offen stellen. Okay, also wir werden uns das überlegen und je nachdem, wie wir den Saal brauchen, dann weitervermieten. Dankeschön, Herr Brandhofer. Danke sehr, ja, und wünschen Ihnen viel Vergnügen. Dankeschön.